Dieser Mensch lebt in der Welt der echten Töne. Herr Manfred Bonsung, als ein Perlensammler, wandert durch viele Länder der Welt in der Suche nach wahrem Kulturschatz der Völker. Im Laufe von letzten 46 Jahren produziert er die Rundfunkprogramme über die ethnische Mannigfaltigkeit der Musik verschiedener Regionen. Unser Treffen mit der Ehepaar Bonsung während der Vorbereitung der Reihenfolgensendung hat sich nicht zufällig im Museum des Transkarpatischen Regionalen Rundfunk- und Fernsehstudios stattgefunden, weil beim Gespräch mit den Kollegen aus Norddeutschen Rundfunk auch die Frage der Evolution der Aufnahmetechnik betroffen wurde. Also ich fühle mich richtig heimisch, ich fühle mich richtig wohl. Ich bin wirklich glücklich, dass hier noch die alten Apparate sind, mit denen ich so lange gearbeitet habe in Deutschland, also die ich liebe. Allerdings ist es ein Apparat fehlt sozusagen. Wir hatten im Westen einen Apparat, der hieß Nagra. Alle Rundfunkstationen im Westen auf der ganzen Welt waren damit ausgerüstet. Das ist das beste Gerät der Welt. Das war noch ein Tonbandgerät, ein Reportergerät, unheimlich schwer. Und mit den besten Aufnahmen, die es je gegeben hat. Die späteren Geräte, die sind alle schlechter geworden. Die Kassettenrekorder sind nicht mehr so gut. Das Digitale ist längst nicht mehr so gut. Es gibt zum Beispiel die Folklore, die Musik, nicht mehr in ihrer vollen Klangbreite wieder. Und das sind auch noch so alte Geräte. Natürlich habe ich den Eindruck, das ist mehr so. Ja, das ist russische Fabrikation. Wir waren ja sehr getrennt, der Osten und der Westen. Und sie haben ja ganz andere Fabrikate. Und trotzdem erinnert mich das daran. Und ich habe mir vor einem Jahr das letzte Nagra-Gerät noch gekauft. Also ich musste das ja abgeben. Das, womit ich früher gearbeitet habe, weil das ja dem Rundfunk gehörte. Die wurden uns ja nur geliehen. Und da habe ich mir nochmal das allerletzte gekauft bei der Schweizer Firma, die das hergestellt hat. Das war noch ein Monogerät. Das kostete 3000 Euro. Nicht wenig. Nicht wenig, nein. Ich habe meine letzten Ersparnisse ausgegeben. Es ist etwas, ein unheimlich wertvoller Schatz. Und dann ist man so dumm, dass man den hütet im Tresor, anstatt ihn nun auch wieder zu gebrauchen. Aber wenn ich jetzt zu Ihnen gekommen wäre, mit diesem schweren Gerät, ich mache ja hier auch Interviews mit Ihnen auch und mit den anderen Menschen, denen ich hier begegne, und das bei dieser Hitze von 40 Grad, ich wäre ja kaputt gegangen. Und nun muss ich zugeben, ich habe auch den, zwar kann ich nicht das modernste Digitalgerät, aber doch auch einen Kassettenrekorder mitgenommen, der natürlich kleiner und leichter ist. Auch noch altmodisch, aber immer noch, ich schaffe es gerade noch mit dem Rucksack über die Berge und nach Uschgorod. Das letzte Mal habe ich mich ein bisschen um die deutsche Folklore gekümmert, also von den Deutschen, die hier noch leben. Und habe davon viel aufgenommen, in den Dörfern, also in Schönborn und auch in der Kirche bei den deutschen Gottesdiensten, deutschsprachig zum größten Teil, deutsche Kirchenlieder, deutsche Volkslieder, und habe damit eine Sendung gemacht. Aber ich wollte auch zeigen, dass Transkarpatien mehrere Völker beherbergt, dass dort mehrere Völker wohnen und vor allem natürlich die Ukrainer, das ist ja ganz klar, Ungarn, bisschen Slowaken auch. Und so habe ich dann auch die Folklore der anderen Nationalitäten gebracht und auch vor allem auch die der Ukrainer, nicht vor allem, ein bisschen leider nur, viel zu wenig. Ich habe meine Sendung begonnen mit einer ukrainischen Folklore-Gruppe, die Sie Gott sei Dank aufgenommen haben. Ich bekam Ihre Aufnahme. Und das war so mitreißend, gerade am Anfang, dass ich dachte, ich muss normal hinfahren und besonders diese Folklore-Gruppe kennenlernen, ein Interview machen und mehr Aufnahmen von denen bekommen, um sie den deutschen Hörern vorzustellen, die so etwas Lebendiges kaum kennen. Und deshalb bin ich hier, nicht nur deshalb natürlich, auch um noch mehr zu forschen nach alten deutschen Volksliedern und nach Spuren auch der Vergangenheit, nach alten Traditionen, mal sehen, was noch hier vorhanden ist, was noch lebt,
aber leider ist mein Aufenthalt viel zu kurz. Im ethnischen Sinne, also ist Transkarpatien für Sie eine sehr passende Gegend. Hochinteressant, aber ich habe erst die Anfänge gesehen. Ich habe das letzte Mal so viel gearbeitet. Ich bin von Aufnahme zu Aufnahme gegangen und meine Frau ist ja mit. Und meine Frau hat geklagt, das ist ja überhaupt keine Entspannung, das ist ja überhaupt kein Urlaub. Und deshalb wollte ich jetzt mal ganz ruhig mehr spazieren gehen, mehr wandern und mehr von den Karpaten kennenlernen. So waren wir zum Beispiel in Senjak. Wir waren also diesmal nicht nur in Schönborn und nicht nur in Mukatschewo und Uschgorod, nicht nur in den Städten, sondern auch, wir wollten in die Karpaten, also auch in Senjak waren wir, da haben wir noch ein ursprüngliches Dorf gesehen. Wir sind etwas weiter über die Kuranlagen hinaus, sozusagen nach Norden, also in das alte Dorf gewandert. Und das war sehr schön, dass wir noch diese alten Häuser gesehen haben. Leider immer noch zu kurz. Also ich muss unbedingt noch mal kommen. Ich bin erst am Anfang, möchte ich mal sagen, meiner Erkundungen und meiner Forschungen. Welche Aufnahmen, Sie haben schon so viele gemacht in Ihrem Leben, und welche Aufnahmen sind für Sie besonders beeindruckend? Also ganz spontan, ohne nachzudenken, würde ich sagen, die der jüdischen Folklore, ursprünglich aus Spanien. Also es lebten ja sehr viele Juden in Spanien. Und 1492 wurden sie ausgewiesen und mussten fliehen in das damalige Osmanische Reich. Und das reichte ja von der Türkei über den Balkan bis nach Nordafrika. Und dort siedelten sie überall und haben ihre alten spanisch-jüdischen Volkslieder bis heute erhalten. In dieser spaniolischen Sprache, altes Spanisch ist das mit jüdischen, hebräischen Ausdrücken. Und diese Lieder sind unheimlich eindrucksvoll, besonders von gewissen Sängern, besonders ein spanischer Sänger, Joaquín Díaz, der ist bei uns nicht so bekannt geworden, der hat sie wiederbelebt. Und das sind ganz eindrucksvolle Aufnahmen. Das ist also mit die schönste Folklore. Sehr interessant ist natürlich auch die jüdische Folklore aus Osteuropa, die Klezmer-Folklore. Wie viele Sprachen beherrschen Sie? Verstehen Sie alles, was Sie hören? Also es ist völlig verrückt, dass ich Holländisch gelernt habe. Das ist unser Nachbarland. Das fand ich besonders wichtig, dass wir die Sprache unserer Nachbarländer kennen in Deutschland. Und niemand lernt Holländisch, weil alle Holländer Deutsch können. Das finde ich dumm. Wir sollten deren Sprache kennenlernen. Mit dem Volk in der Muttersprache sprechen können, und dann lernen wir die Menschen viel besser kennen. Das finde ich doch wichtig. Aber auch kann ich Englisch natürlich, und einigermaßen habe ich Spanisch und Französisch gelernt. Also, aber das ist nicht viel. Und ein bisschen hier in dem Dorf Sinjak, in dem wir waren. Ich kann ja kein Ukrainisch. Und das Schöne ist, da gibt es noch viele kleine Läden, bei uns gar nicht mehr in den Dörfern. Und normalerweise, ich wollte was einkaufen, die können ja nur Ukrainisch. Und sie hat gesagt, ich kann aber auch Italienisch, hat die Verkäuferin gesagt. Die hat in Italien gearbeitet, gelebt. Nicht? Viele haben ja in Westeuropa gearbeitet und gelebt. Und dann konnten wir uns auf Italienisch einigermaßen verständigen. Also die einfachen Worte kann ich natürlich auf Italienisch, die Zahlen und so weiter. Und das genügt ja im Laden schon. Und haben Sie immer mit Ethnomusik oder Ethnokultur sich beschäftigt? Ja, immer. Also schon als ich 16 war, 15, 14, habe ich immer nach Sendern gesucht, die Folklore brachten. Es gab aber keine in Deutschland. Das war nach dem Krieg, und die Folklore war verpönt, weil die Nazis die deutsche Folklore gebraucht und missbraucht hatten. Und dann habe ich über ferne Sender gesucht. Und da war zum Beispiel auf der Skala stand Uschgorod. Und da dachte ich, das wäre irgendwo in der Mongolei, Pamirgebirge oder im Altai, ganz weit weg auf Langwelle. Und ich wusste nicht, dass es so nah ist, aber doch auch so fern, nicht? Auf der anderen Seite, weil wir den eisernen Vorhang hatten. Und noch heute ist es fern für uns. Niemand reist hier hin aus Mitteleuropa. Niemand kennt das. Man kennt gerade Lemberg so ein bisschen, man hat davon gehört. Und Kiew vielleicht durch die Politik Kiew. Aber ich habe dann versucht, fernere Sender zu hören, habe große Antennen aufgebaut aufs Dach und habe immerhin die Nachbarländer gehört, also Belgien, den belgischen Rundfunk. Und da gab es eine Folklore-Sendung, so wie ich sie heute auch mache. Und dadurch bin ich dazu gekommen, selber Folklore-Sendungen zu machen. Also da habe ich mich in Deutschland gemeldet, und ich war dann so ungefähr, ja, ich war der Erste, der so eine Sendung Gott sei Dank machen durfte. Ich fand also einen Redakteur, meinen Chef, der das auch sehr gerne mochte.
aber keine Zeit dazu hatte. Und der auch schon fand, ja, jetzt wird es, ist es wieder an der Zeit, Folklore zu bringen. Und da habe ich dann eine regelmäßige Sendung bekommen, schon als ich 22 war, das ist also lange her, das ist 46, 47 Jahre her. Und das wurde dann eine der beliebtesten Sendungen wirklich des Senders. Das war der Norddeutsche Rundfunk, den man in ganz Norddeutschland, Hamburg und so weiter empfangen konnte. Nach der Hitparade war es die beliebteste Sendung. Aber ich habe auch Lieder gegen Atomkraftwerke gebracht. Das gehörte für mich dazu. Also Protestsongs, das war damals die Zeit der politischen Lieder, der Protestsongs. Und nun, das ging ja nicht, das durfte ja nicht sein. Und dann haben sie mich wieder rausgeschmissen, nach 10 Jahren. Ja, aber es war... Heute habe ich recht bekommen. Nach 50 Jahren haben sie die Atomkraft in Deutschland verboten. Genau. Gut, dass ich es noch erleben kann. Also er hat 3 Bücher im Ganzen herausgegeben. Das waren einmal, das eine Buch heißt Grüne Lieder, da hat er einfach Lieder der Umweltbewegung in Deutschland, eben auch die Anti-Atom-Bewegung gesammelt. Teilweise waren die auch Flugblättern, die hat er in einem Buch zusammengefasst, hat aber auch kleine Kommentare dazu geschrieben, von denen sich dann der Verlag ausdrücklich distanziert hat, beziehungsweise vorne im Vorwort geschrieben hat, das wäre nicht alles seine Meinung, sondern nur die des Autors. Und einmal Friedenslieder, sehr schön, was auch eigentlich ein Buch, was man so mitnehmen kann ins Lager, finde ich, auch heute noch. Und einmal hat er ein Buch über Folklore mit einer Pädagogin zusammen herausgebracht, mehr oder weniger ein Schulbuch. Und welche Rolle Ihrer Meinung nach spielt die Musik in der Erziehung eines Kindes? Ganz wichtig. Ich halte sie für sehr, sehr wichtig. Es wird ja auch gesagt, vor der Geburt, das denke ich auch. Alles, was so Musik, ich selbst bin zwar Lehrerin in dem Grundschulbereich, ich habe das meinen Schülern auch oft gesagt, wir haben auch da mal Bilder gemalt. Wer singt oder wer Musik macht, kann keine bösen Gedanken haben. Und ich denke, das kann man wirklich über die Musik drüber schreiben, weil das ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, das ist auch am einfachsten über die Musik. Auch Sprache wird über die Musik viel eher behalten und konserviert als tatsächlich aktiv und lebendig gesprochen. Wenn ich an das Plattdeutsche, das Niederdeutsche bei uns im nördlichen Bereich Deutschlands denke oder bei uns im Münsterland halt, plattdeutsche Lieder, die werden aufgeschrieben, die werden vielleicht nochmal gesungen. Aber das Miteinander auf Plattdeutsch ist ganz, ganz selten geworden. Und singt man oft in Deutschland überhaupt, also zu Hause? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe früher mal sehr viel gesungen, ich spiele Gitarre und habe mich dann damit begleitet. Das war auch so ein bisschen Abreaktion, mache ich heute noch ganz gerne. Aber ich glaube, es wird allgemein sehr viel weniger in Familien gesungen. Ich habe mit meinen Kindern sehr viel gesungen, das auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan von Frederik Fahle, ich weiß nicht, ob Sie den hier kennen. Der hat ganz tolle Kinderlieder gemacht, übrigens mit der Grundlage teilweise von Folklore-Melodien. Ganz toll, er hat auch teilweise Folklore-Lieder einfach, kindliche Folklore-Lieder übersetzt, also sehr, sehr schön. Aber ich glaube einfach, dass in den Familien relativ wenig gesungen wird. Weil das eben der Fernseher und das Radio übernommen hat. Erinnern Sie sich an Ihre erste Aufnahme? Ja, da habe ich versucht, eine Mischung zu finden, um verschiedene Geschmäcker zu befriedigen und um nicht reinzufallen. Meine erste Sendung musste ja ein Erfolg sein. Da musste ja gut klingen. Also ich durfte ja nicht, man durfte ja nicht sagen, das bringen wir nicht. Also das war ja eine Premiere und ich hätte auch reinfallen können und man hätte sagen können, das ist doch nicht. Der Manfred Bonson macht doch keine guten Sendungen. Wir wollen ihn nicht haben. Es war also ganz wichtig. Und deshalb habe ich einige amerikanische Songs gebracht und so ein bisschen, ich möchte mal sagen, ursprüngliche Country-Musik, aber nicht kommerzielle, sondern ganz ursprüngliche, von der ich wusste, dass sie bestimmt ankommt. Und einige Folksongs, nordamerikanische, von denen ich auch wusste, die kommen ganz bestimmt an. Ich weiß nicht, was es sonst noch war, aber ich weiß, dass auf jeden Fall die nordamerikanische Folklore damals sehr populär war. Also mit Bob Dylan und so weiter. Ich wusste, das war der Geschmack der Zeit, das war der Geschmack der jungen Leute und das kommt auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, was es sonst noch war. Es war also sehr stark nordamerikanisch geprägt damals noch und davon bin ich dann allmählich abgegangen und habe immer mehr Europäisches gebracht. Und jetzt leider, Folklore gehört nicht zu beliebtesten Melodien der jüngeren Leute. Nein,
Das stimmt natürlich, aber wenn ich meiner Tochter Folklore vorspiele, es ist ganz erstaunlich, sie sagt, ja, das ist schön, das ist wirklich schön, natürlich, aber ich höre das nicht mehr im Rundfunk, sagt sie, ich höre immer nur Popmusik, auch wieder amerikanisch natürlich, aber wenn das die Menschen hören, finden sie es trotzdem schön und nicht altmodisch, aber es wird einfach nicht mehr gebracht. Dann spielt mir meine Tochter ihre Musik vor und sagt, wie findest du denn das? Und dann muss ich sagen, ja, das ist doch auch Folklore. Und zwar ist es ganz erstaunlich, in der modernen Musik, die sie hört, sind Rhythmen der Afrikaner oftmals verarbeitet, aber es sind auch ganz fremde Rhythmen, also auch, ich möchte mal sagen, russische Rhythmen. Und in der russischen Musik, die ich gehört habe, auch so russische Pop-Folklore oder so Popmusik, Russian Pop könnte man es nennen, die ich hier im Lokal gehört habe. Das ist ja orientalisch. Woher haben die das? Das klingt ja wie Musik vom Schwarzen Meer, wie türkische Musik, wie bulgarische Musik oder wie armenische Musik, orientalisch auf jeden Fall oder asiatisch. In Wirklichkeit sind da Rhythmen verarbeitet, die immer noch Folklore sind, oft schräge Rhythmen, eigentlich fremdartige Rhythmen, die ich sehr liebe. Und dass die Menschen, die das heute hören, die jungen Leute, sie sind sich dessen nicht bewusst, woher das kommt. Aber es spricht sie unmittelbar an, diese etwas fremdartigen orientalischen Rhythmen. Mit welcher Musik beginnen Sie Ihren Tag? Ich muss gestehen, mit gar keiner Musik. Nein. Ja, mit den Vögeln. Mit den Vögeln. Also ich habe jetzt entdeckt, wie schön die Musik der Vögel ist. Dass die wirklich Musik machen und verschiedene Töne, wie schön die Töne der Vögel sind, dass sie verschiedene Töne hervorbringen, dass sie wahrscheinlich miteinander sprechen, miteinander singen, sich verständigen, kommunizieren. Man möchte wissen, was sagen Sie gerade? Wie unterhalten Sie sich? Es ist nicht unsere Sprache, aber es ist eine schöne Sprache. Und das ganze Jahr singen Sie, nicht nur im Sommer, nicht nur im Frühling, habe ich gewundert, sogar im Winter. Und das ist eigentlich die Musik, die uns den ganzen Tag begleitet, also mich zumindest, von morgens bis abends. Das ist die Musik eigentlich. Ich finde es eigentlich erstaunlich, dass ich zu Hause nicht mehr sehr viel Musik höre. Außer wenn ich die Sendung mache, nicht? Aber vielleicht ist das auch ganz gut, denn dann hat es einen gewissen Seltenheitswert, wenn ich die Musik höre, weil ich sie aufnehme für Sendungen. Und dann kann ich es noch wirklich genießen, dann ist es wirklich noch etwas Besonderes. Und ansonsten finde ich, wir haben ja im Leben auch sehr viele andere schöne Erlebnisse. Es ist ja nicht nur die Musik. Es ist die Natur, es sind die anderen Länder, es ist Uschgorod, es ist die Karpate-Ukraine. Das sind doch besonders intensive Erlebnisse, die unser Leben schöner machen. Die Musik ist ein Teil davon. Wir waren diesmal in Sinjak, das ist nördlich von Mutkacevo. Und da waren wir in so einem Bergdorf, eben Sinjak. Das ist eigentlich ein Luftkurort, sowas ähnliches zumindest. Wir waren ein bisschen höher dann auch noch gegangen, haben uns das angeguckt. Das fand ich sehr schön von der Landschaft her und überhaupt das ganz Angelegte. Fand ich sehr, sehr schön. Aber ansonsten hat mich sehr beeindruckt in diesem Jahr, mehr als im letzten Jahr, die Hilfsbereitschaft der Menschen. Ich habe das ukrainische Volk als sehr freundlich, liebenswert und hilfsbereit erlebt. Am Anfang oft ein bisschen zurückhaltend, so als würde man erst mal abwarten, na, wer ist das, was kommt da, aber dann überwältigend. Wie viel Menschenfreundlichkeit, wie viel Menschlichkeit, wie viel Hilfsbereitschaft, das ist doch wunderbar. Und wenn wir hören, es sagt uns ja in Deutschland nichts, Ukraine, was bedeutet das? Wir verbinden damit fast gar nichts und wir haben falsche politische Vorstellungen, weil wir immer nur die politische Berichterstattung hören und sehen. Und es ist doch gut, wenn man die Menschen kennenlernt und wissen Sie, wenn man diese Länder besucht, dann vergisst man alles, was man vorher gehört hat. Es ist alles nicht wahr. Es stimmt nicht. Es ist gelogen, muss ich sogar sagen. So ist das. Und davon ist die Musik, ist aber eine Möglichkeit, die Länder viel mehr von der Wirklichkeit der Länder zu vermitteln, in Deutschland zum Beispiel, als dass die politische Berichterstattung kann. Die kann das nicht.